Bei der Grundvoraufgabe Gefahrenbremsung oder auch Abbremsen mit höchstmöglicher Verzögerung genannt, sollst du das Fahrzeug schnellstmöglich anhalten können. Bringe dein Fahrzeug auf 30 km/h und schalte dabei in den zweiten Gang. Dein rechter Fuß bleibt über dem Gaspedal. Deinen linken Fuß kannst du bereits über die Kupplung stellen. Dein Fahrlehrer vergewissert sich, dass niemand hinter euch ist und sagt Stopp. Tritt so schnell wie du kannst die Kupplung und die Bremse mit voller Kraft gleichzeitig. Wenn dein Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist, musst du wieder anfahren. Wichtig! Lege den ersten Gang ein und kontrolliere den Nahbereich und den rückwärtigen Verkehr. Blinke nach links und mache vor dem Anfahren den Schulterblick.